Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Far Cry 5 zusammen mit dem guten Scott. Und ich habe bereits einen Plan für die Folge entwickelt. Heute werden wir dieses Silo zerstören. Dann. Verdammt! Hallo? Hier ist Snake Rai! Die Sekte steht vor unserer Tür. Ich glaube, die wollen mein Flugzeug. Die hier Sie halten retten. nicht mehr lange durch. Und dann. Hier rüber die Nebenmission machen. Hoffe, das schaffen wir Du alles, aber hast vorher noch Haus mit dem lebend Typen. überstanden. Irgend so ein Typ behauptet, er hätte einen Teleporter gebaut. Aber er haust in einer Bruchbude, also ist das Quatsch, oder? Man könnte ja trotzdem mal nachsehen. Und eine Nebenmission, auch in dieser Richtung, aber ist jetzt egal. Ich freue mich vor allem auf die Wiedereröffnung des Übrigens, Grand. ich habe mir jetzt diese MP hier genommen und meine Schaufeln aufgefüllt. Man kann übrigens mehrere haben, da die auch kaputt gehen können. Was habe ich noch gemacht? Ein bisschen Geld gesammelt. Und ein paar Leute platt gemacht. Dann fahr mal los. Betreten. Ich bin übrigens der beste Fahrer in diesem Spiel. Ja, jetzt. Alle guten Dinge sind drei. Ach komm schon. Ach Gott, ich hasse es. Doch geht doch, Alter, bin ich schlecht. Ist leise. Da bin ich so wütend, da werfe ich eine Dose. So. Das hat sie doch 100% nicht unbewacht. Oder? Hinten ist einer. Nein, Kuh, gib mir meinen Fall zurück. Scheinen die einzigen gewesen zu sein hier. Hilfe kommt. Ganz bestimmt. Ich bin hinüber. Und du nicht gut mitgedacht. Sind hier zwei tot? Also einer ist auch unfahrbar. Nicht zu, danke. Unfassbar, dass Nein! die Sekte mich so erwischen konnte. Das ist echt nervig mit den Waffen. So, hast du noch irgendwelche Informationen für uns? Es heißt, ein paar einheimische Pyromanen wollen gegen die Sekte kämpfen. Cool, ist das danke für kommen die Info. Sie her, Sir. Ich will mit Ihnen reden. Wie willst du mit mir reden? Anhören. Okay. Die Fähigkeit gegen die nächstbesten Typen austauschen, ist dir hoffentlich bewusst. So, was wollten wir jetzt noch machen? Stimmt, sie nur zerstören. So. Ich glaube, das nicht funktioniert hat. Jetzt aber. Oh! Das war verdammt kurz. Was lernen wir daraus? Granaten sind scheiße, Dynamit ist nice. So, dann zurück zum Wagen. Das war ja ziemlich einfach. So, Scott, kommst du rein? Hey, cool, der kann sogar hinten. Worauf wartest du? Fahr! Ich fahre doch schon. Andere Typ war, glaube ich, die Hauptstraßen lang. Wieso bin ich eigentlich ein so hervorragender Fahrer? Jetzt müsste eigentlich in dieser Richtung hier weiter sein. Hoffe ich zumindest. Schau mal. Einfach geradeaus und dann, ja. Kann ich einfach rechts abbiegen? Ja, hier. Das wird auch neuer von den, ich sag mal, wichtigeren Begleitern. Drücke vor.
Okay, da fangen wir daneben. Grenade! Machen. Das ist einer. Wo ist die Schaufel? Was will ich bloß unten meine Schaufeln machen? An den komme ich nicht ran, um zu verbrennen. Was nicht? Ich habe einfach nur eine Granate geworfen und dann waren alle tot. Gute Idee. Vielleicht können wir was davon brauchen. Das Flugzeug war unser Weg hier raus. Wir stecken hier fest! Wir stecken hier fest! Ich schwöre bei Gott, dass ich diesen Hurensohn John Seed umbringen werde. Hast du die Peggys mit meinem Flugzeug abhauen sehen? Ja. Ich muss es wieder haben. Das war unsere einzige Chance, hier rauszukommen. Ich würde ja selbst gehen, aber meine Frau ist schwanger und überfällig und ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich meine, ohne das Flugzeug sind wir am Arsch. Bitte, meine Familie braucht deine Hilfe. Tut mir leid. Diese Gefühlsduselei ist nicht mein Ding. Ich bin übrigens Nick. Du, so hallo, wie Nick. Ich die Sekte kenne, haben sie meinen Flieger auf John Seeds Ranch gebracht. Das ist die einzige Piste, wo man das Ding landen kann. Ich weiß, das ist ganz schön viel verlangt. Aber ich bin echt verzweifelt. Okay, dann werden wir dieses Ding auch irgendwann mal holen. So, Munition. Hier sind safe. Haben wir. Hoffe, hier geht das nicht schief. Von dieser Zeit nicht verfügbar? Wo ist der hin? Ich hoffe, er ist jetzt nicht gestorben. Vor allem nicht für nur $250. Das war mein bester Mann. Ist nichts. Da muss ich jetzt schauen, ob der gestorben ist, bin ich traurig. Ah, okay. Mal nachsehen, dann hol ich mir mal die. So, kommt sie? Da ist sie. Jen Ambrose. Was geht, Jen? Folge mir. Rücke aus, deck mich. Mal kurz schauen. Habe ich jetzt nicht die neue Mission gestartet? Ja gut, ist immer noch die alte, perfekt. Das war die Eierfeier. Ich meine, wer mag keine Eier? Liebes Tagebuch, heute wäre ich fast gestorben. Wie wäre denn heute was gestorben? Da muss ich kurz was machen. Nee, das war scheiße. So. Stufenaufstieg. Noch eine neue Nebenmission. Alter, wir schalten jetzt schon viel Zeug frei. Oh, schön durch alles durchbrettern. Steckt anscheinend jemand in Schwierigkeiten. Okay, wir sind ein feindliches Ziel. Denn unterwegs gibt
alles in Ordnung. Du bist nicht gerade die hellsten. Schläft er runter? Ist er wach? Jetzt ist er tot. Ich könnte hier echt Danke sehen. Ah, genau, in den Arsch. Das ist kein schöner Tod. Glaub mir. Kann ich mit dir reden? John findest, findest du auch deine Kollegin. Ach. Deiner Kollegin geht es gut. Genau wie meinem Mädchen. Oh ja, es geht ihnen gut. Da wäre ich mir nicht so sicher. Meine in Klammern Kollegin. Sah ganz schön fertig aus. Okay, wie er einfach über so einen Stacheldrahtzaun springt, ohne da irgendwie hängen zu bleiben oder sich zu verletzen. Komm schon, Amboss, schneller. Bereit, wenn du es bist, Boss. So, wer fällt ein? Liebes bisschen. Ja, selber. Voll Idiot. Oh, schon Fluchtwagen. Schuhe an den Bau. Den schleichen wir dahin. Fahrzeuge dürfen ja genug sein. Ich höre Schüsse, das gefällt mir nicht. Mit dem muss man sprechen, okay. Aber apropos sprechen. Habe ich noch Sprengstoff hier. Dynamit. Boing. Was soll das, schießt der da? Junge, beruhig dich. Eine äußerst beeindruckende Leistung in Forze. Einer der Scheißgeier hat den Schlüssel zu meiner Scheune verschluckt. Ist eine lange Geschichte. Sagen wir einfach, dass ich unpässlich war. Du musst mir helfen. Ziele, die sich bewegen, treffe ich einfach nicht. Knall diese Geier ab. Einer von denen muss den Schlüssel haben. Gott, wer immer hier gelebt hat, hat es nicht leicht. Okay. Was? Einen haben wir schon mal. Ich wette, das ist der letzte. Hallo? So, jetzt. Hat nur Federn, okay. Sind die anderen beiden? Da ist einer und hier. Ich habe nicht gerade die präziseste Waffe. Komm schon. Ach Gott. Ich sehe schon, mir wird die Munition ausgehen. Ah, jetzt landet er aber. Auf mein Dach passen zwei Bergziegen. Freiwillig. Perfekt. Hab jetzt bitte wohl nicht Munition, sondern den Schlüssel. Aber schnell. Ja, zum Glück. Ich sterb noch nicht. Ich hab noch Kultisten zu killen. Gebt das mal auf. Perfekt, Munition. Darf ich mit dir reden? Nein? Okay, dann nicht. Die dreckige Stadtluft fehlt mir überhaupt nicht. Oh, hoffentlich muss ich mit dem Ding jetzt nicht. Ich hab zu wenig Munition.
Ich hoffe, das geht gut. So, wo muss ich das denn jetzt abladen? Okay. Passt super. Ich muss mal kurz das Radio ausmachen. Passt super, dass ich gerade diese Kultisten. Hier, oh nein. Das war so typisch. Wie verlasse das Missionsgebiet? Wo soll ich denn sonst lang fahren? Also ich muss auch gerade hier so ein scheiß Konvoi fahren, ne? Vor allem, ich habe halt nicht so viel Leben. Ich komme den halt nicht vorbei. Stern auf der Brücke. Nicht springen, Junge. Seltsamer Typ. Wer ist Ding drin? Herr Boss. Seltsame Leute. Oh, ich habe keine andere Wahl, wenn wir durchfahren. Ihr seht mich nicht. Schauen, muss ich hier lang? Ja. Na cool, Fahrhilfe. Fährt automatisch. Und dann kann ich dich erschießen. Okay. Langweilig hier. Also, wie aktiviere ich die wieder? So, okay. Der Wagen ist noch in recht gutem Zustand. So, ah, scheiße. So, alles für die Eierfeier, so ist das. Hund, weg da! Geht doch. Eierfeier. So, die besten. Ab und davon sollen wir neue Waffen freigeschaltet haben. Ich schaue mal im Laden vorbei. Die Sünde ist allgegenwärtig. Sie treibt uns zu unaussprechlichen Taten. Ich kenne das Gefühl, das dich antreibt. Ich kenne es aus persönlicher Erfahrung. Aber ich kann dir helfen, Deputy. Ich kann die Sünde abwaschen. Ich kann deine Seele reinigen. Es wird schwierig und es wird schmerzhaft. Aber es wird sich lohnen. Meine Leute sind auf dem Weg zu dir. Sie werden dich zu mir bringen. Kämpfe nicht. Denn je stärker du dich wehrst, desto gründlicher werden wir deine Seele schrubben müssen. Ja, als ob sie was machen könnten. Du hast schon mal so richtig in die Cornflakes gepisst. Der wird dir alles entgegensetzen, was er zu bieten hat. Pass bloß auf dich auf. Dutch out. Du wurdest gezeichnet. Was heißt das? Mir egal. Die sollen bloß kommen. Ja, würde ich sagen, neue Munition. So, neue Waffen. Haben wir dann irgendwas Neues kriegt, wo ich gar nicht Nein sagen kann. Was, ich will mal schauen, was die Schaufel für Werte hat.
Und die hier. Exakt dieselbe, nur dass die andere anders aussieht. Super. Ja, es sind ziemlich viele Waffen. Da fehlen aber noch einige Sachen, bis ich die freigeschaltet habe. Scharfschützengewehr wäre nice. Ich habe ja auch schon eins, was ich kaufen könnte, aber ich warte lieber, bis ich hier eins von denen hier habe. Da habe ich noch MGs, Bogen, eine Schleuder. Ja, sonst nichts Besonderes, was ich jetzt unbedingt mitnehmen müsste. Diese Waffe sieht auch interessant aus, auch wenn die keinen Schaden macht. Dafür muss man aber eine bestimmte Missionsreihe abschließen, denke ich mal, und angeln. Ja. Oh, da fällt mir ein. Eine Sache habe ich noch vergessen. Hilfsmittel. So ein paar Medipacks können ja nicht schaden, ne? Die Wurfmesser benutze ich kaum. So zwei Granaten. Ich finde jetzt sicher welche. So. Dann schauen wir mal, was wir im nächsten Part machen. Wir können auch mal mit dem hier reden. Dieses Jahr braucht es etwas Besonderes, das die Leute anlockt. Okay, Deputy, heben wir den Testosteronspiegel und geben wir den Leuten das Feuer, das sie brauchen. Bisher haben wir unsere Montana-Prachtstücke auf fünferlei Weise serviert. Gebacken, frittiert, gekocht, gedämpft, getrocknet. Und dazu hatten wir sogar ein eigenes Dessert. Nüsse im Schlafrock. Aber das wird dieses Jahr nicht reichen. Wir brauchen was Neues, was Aufregendes. Wir werden ein Buffet kreieren, bei dem jedem Fernsehkoch der Arsch auf Grundeis geht. Drei neue Zubereitungsarten für die Fleischpflaumen. Als Hackfleisch, gebraten und blau. Die ersten beiden sind einfach. Ein Mulcher-Traktor und Feuer sollten reichen. Die dritte? Also, sagen wir es so, einen Stier zu unterbrechen, wenn er versteckt die Salami spielt, ist mit das Gefährlichste, was man tun kann. Aber deswegen schmeckt sie auch so lecker. Bring mir das Fleisch, wenn du fertig bist. Dann starten wir dieses Fest mit einem Knall. Ich habe immer gesagt, dass ich in Fort's End sterben werde. Es kommen ständig neue Sachen hinzu. So. Zerlege deine Seele wie dein Gewehr und du bist. Dann würde ich sagen, machen wir das im nächsten Part. Dann kommen wir ja hier hin. Und dann hier hin und dann hier hin. Ja. Kriegen wir auch ein paar neue Kleidungsstücke. Okay, dann würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen und ich schalte auch beim nächsten Mal wieder ein. Und tschüss und bis zum nächsten Mal.